Ja, hallo und recht herzlich willkommen zum Video 146. Jeden Freitag 16 Uhr bin ich für dich da und zeige dir, was ich in der letzten Woche Schönes an meiner Modellbahn aktuell gebaut habe. Ich bin Uli und los geht's. Heute geht es, wir sehen es gerade oder haben es gesehen oben im Einblender, um den optisch größten Fortschritt, den ich jemals, klingt gewaltig, den ich jeweils an meiner Anlage gemacht habe. Ihr könnt euch ja mit Sicherheit erinnern, beziehungsweise ihr seht es ja schon im Hintergrund, was gemacht wird. Ich habe mich entschieden, entgegen meiner Vornehmsel, sagt man das, gibt es das Wort, entgegen meiner Vornehmsel, das Gelände doch schon etwas weiter zu gestalten. Ich hatte es ja beim letzten Mal, alles ist glaube ich schon 2-3 Wochen her, alles schwarz gemalt. Ich habe das gestaltet, ich habe da die Steine aufgebracht, ich habe das schwarz gemalt, ich habe alles soweit fertig gemacht und habe gesagt, jetzt so in diesem Stand werde ich es lassen und werde mich erst mal um andere Sachen kümmern, eine Seite fertig machen oder wie auch immer. Und habe mich jetzt entschieden, weil ich ein bisschen Vorlauf hatte und habe auch noch ein bisschen Videomaterial übrig für euch, was ich euch in den nächsten Tagen alles Schönes zeigen kann, um das zu machen. Weil irgendwo hat es mich gereizt. Gerade dieses Teilchen, was wir hier gerade sehen, das ist ja das, was da eben noch so links stand. Wo früher diese eklige, riesengroße schwarze Wand war, weiß ich nicht, was ich mir dabei gedacht hatte. Aber so ist natürlich die wesentlich schönere Wahl mit dem kleinen Überhang dran. Und habe mich entschieden, letzten Endes das alles jetzt schon zu machen, jetzt schon irgendwo Grund zu gestalten. Aber Obacht! Was wir heute sehen, ist auch noch nicht der finale Stand. Das ist alles erstmal die Grundgestaltung nach wie vor. Das ist schon recht nett, muss ich mal so sagen. Das ist schon, mir gefällt es nachher richtig gut. Jetzt am Anfang bin ich ja erstmal wieder mit Grundieren beschäftigt. Das gefällt mir recht gut. Aber natürlich die gesamten Feinheiten, Nuancen und was man alles da so einbringen will und kann, das kommt nach und nach. Da muss ich ehrlich sagen, das kommt dann tatsächlich, wenn ich sage, ich bin jetzt in dem Bereich, ich gestalte das hier an der Stelle. Da werden dann die Feinheiten gemacht. Aber mich hat es echt gereizt, dieses schwarze Monster jetzt hier wegzukriegen. Ich weiß, ich mache es ja selber immer schwarz. Ich will das ja so, weil es einfach schöner aussieht als dieser bunte Klecks da, der da früher war. Aber ich wollte ihn jetzt auch wieder weg haben. Und ich muss ehrlich sagen, auch da oben drauf, die Steine, die da so schwarz sind, hier oberhalb von meiner Hand gerade, das ist alles ein bisschen was, wo ich noch sage, nö, das muss mal noch mitgestaltet werden. Und auch da werde ich nachher noch ein bisschen oberhalb gestalten. Das werde ich euch gar nicht zeigen in dem Video, weil das so ein bisschen in den Part der letzten 2-3 Videos rein zeigt oder reinragt irgendwo. Hier vorne sehen wir ja, ist das ja alles schon fertig, was ich letzte Woche gemacht habe und vorletzte Woche. Und deswegen habe ich gesagt, jetzt nischt es, jetzt sind diese Teile hier dran. Ihr seht die ganzen Module aufgereiht, jetzt hier hinten liegen. Und die ganzen Module warten natürlich drauf, dass sie jetzt noch eine Weiterbehandlung von mir bekommen. Das ist ja erstmal alles nur grundiert, was ich gemacht habe. Dann habe ich mit etwas dunklerem Grau gearbeitet. Jetzt trage ich eine Wash auf. Das mache ich eigentlich immer. Nicht nur eigentlich, das mache ich immer. Die Wash bringt ja tatsächlich erstmal die gewünschten Ergebnisse. Alles schön nass gemacht. Das habe ich euch jetzt nicht gezeigt. Das sieht man ja wahrscheinlich auch, dass das alles nass ist. Und jetzt arbeite ich mit der Wash, die übrigens sehr, sehr stark nachhält. Das werden wir nachher sehen. Das sieht gewaltig aus, wenn man jetzt hier diese schwarze Farbe da so drauf packt. Die hält nach, hatte ich ja schon gesagt. Und dann kann man damit wunderschöne, tiefer liegende Regionen ausarbeiten. Zum Schluss, wenn das nachher soweit fertig ist, kommt oben auch nochmal ein Weißschleier drauf. Das ist aber alles dann später, wenn ich es wirklich tatsächlich in die Einzelheiten reingestalte. Auch hier werden wir es gleich sehen. Ihr seht, ich habe es schon mal gemacht. Hier ist schon ein bisschen was Dunkleres dahinter, aber noch lange nicht so, wie es sein soll. Das ist tatsächlich nur mit einem anderen Grau und nicht mit einer Wash gemacht. Verwenden tue ich bei diesem ich zeig's euch nachher. Ich glaube, das ja, das kommt im Video. Ich zeig's euch nachher. Ich mache nämlich heute, deswegen auch optisch größte Fortschritt, ich mache nämlich heute die Anlage von links über die Mitte bis rechts durch, was die Landschaft angeht. Und ich mache alles, was wir hier sehen, deswegen werdet ihr mitkriegen, ich mache vieles, vieles im Schnellvorlauf. Das ist also teilweise bis zu 10-fach, habe ich glaube letztes Mal schon gesagt, also schneller gespult, weil sonst wäre das tierisch langweilig, was ich hier mache für euch. Und deswegen wird das so gemacht. Ihr habt gesehen, ich habe das immer mal mit so einem Stückchen
Zellstoff habe ich das immer so abgetupft. Das heißt, wenn das mir zu viel wurde oder beziehungsweise wenn ich dann irgendwo anders ein bisschen mehr oder weniger haben will, kann ich das wegtupfen. Beziehungsweise es läuft ja auch immer in die tieferen Löcher rein, da wo auch sich das Wasser sammelt und das dauert ja ewig zum Abtrocknen. Deswegen gehe ich da ab und zu nochmal mit einem Stückchen Zellstoff rein und jetzt sehe das wieder und mache so die Pfützen ein bisschen weg und kann das damit auch so ein kleines bisschen irgendwo gestalten. Und wenn man sich das mal anguckt, es ist jetzt noch nass, es ist noch nicht so, wie es erstmal nachher sein wird. Es ist tatsächlich so, dass man jetzt die Tiefen ein bisschen besser unterscheiden kann. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Das heißt, dass man eben das, was man so in unserem Modellbaubereich versucht, auf kleinsten Raum hinzukriegen, kann man ja durch Optik, hier sehen wir es, eine Steineffektpaste ist das. Die hat so feine Kriesel drin, wie so ein bisschen Sand oder irgendwas. Und deswegen werden das keine glatten Oberflächen, was mir sehr, sehr wichtig ist. Jetzt habe ich einen Faden verloren, was ich eben erzählt habe. Achso, die Tiefen gestalten. Da kann man eben doch die Tiefen wesentlich besser rausholen auf relativ schmalen Grund. Dadurch, dass man eben die Hintergründe etwas dunkler macht, was vorne ist, ein bisschen heller macht. Dann auch später mit Trockenbürsten das vorne ein bisschen rausholen noch. Das kommt aber alles später. Ihr seht jetzt die feinen Kriesel hier in diesem Ganzen drinne. Und wer sich erinnert, was das für ein Steinhaufen gewesen ist, die, aber wo Steine, die übermale ich ja mit, wir sehen es ja gerade, das, was da so senkrecht steht, das ist ja auch ein Stein, wer sich erinnert. Und das mache ich ja einfach so, warum soll ich die aus Spachtel oder Gips modellieren, wenn die schon existieren können? Und da lasse ich der Natur einfach freien Lauf. Auch hier sehen wir jetzt, kommt natürlich die schwarze Wash da irgendwo drauf, damit das Ganze natürlich hier sowieso ein bisschen mehr, weil das ja eine tiefere Ecke ist. Ja, das heißt, wenn ich davor stehe, habe die Brücke im Vordergrund, die übrigens sehr gelitten hat, wer das sieht. Da komme ich aber auch mal irgendwann jetzt noch dazu. Dass man das eben dadurch tiefer empfindet, als es tatsächlich ist, dass wenn man da mal so von der Kamera weit reinfilmt, kommt einem das wesentlich tiefer vor. Ja, das ist mir also relativ wichtig. Hier sehen wir schon die ersten Ansätze vom Trockenbürsten. Das ist nicht wirklich Trockenbürsten, sondern auf der rechten Seite, hier sehen wir, das ist eine braune Paste, die ich mehr auf der rechten Seite meiner Anlage verwende. Habe ich jetzt gerade nach links gezeigt für euch oder nach rechts? Ich weiß nicht, ich bin irgendwie spiegelverkehrt. Ist ja auch egal. Hier wird auf der rechten Seite wird das Gestein ein bisschen brauner. Das heißt, es geht mehr in Richtung Sandstein. Deswegen werden nachher, auf kommen wir gleich dazu, die ganze Formation jetzt hier rechts, die ist ja glatter. Die ist ja nicht ganz so zerklüftet, wie das hier in der Mitte und links der Fall ist, sondern die ist glatter und hat dadurch mehr diesen Sandsteineffekt. Jetzt gucken wir uns noch mal an, das ist praktisch der mittlere Bereich. Es ist noch lange nicht fertig, da kommt noch mehr Wash später drauf. Aber ich will euch jetzt nicht jeden einzelnen Schritt zeigen, das wäre tierisch langweilig. Hier sehen wir jetzt mal, ich hatte in der vorletzten Folge, glaube ich, habe ich gesagt, dass rechts um die Ecke, hier ist so ein Ständer, der meinen Schrank da hält, ein abnehmbares Teilchen ist, ein kleines abnehmbares Teilchen. Das ist dieses abnehmbare Teilchen. Wir sehen auch, dass hier vorne diesmal noch kein Sand liegt. Das heißt, ich habe wieder einen Zeitsprung rückwärts gemacht. Auch das links da, wo da überall schon Sand jetzt ist, da sieht man jetzt, dass ich darunter auch mit Paste gearbeitet habe, mit Spachtel. Und jetzt sehen wir es, so einfach kann ich es rausnehmen. Und jetzt könnte ich da nämlich an die Wartung rangehen, wenn da mal was ist. Da habe ich ja auch die ganzen Putties für meine Signale zum hellen Dunkel schalten. Und da muss ich ja vielleicht ab und zu mal ran, deswegen abnehmbar. Das ist der abnehmbare Deckel, den kennt ihr vielleicht von meiner rechten Arkade. Den sehen wir auch gleich nochmal im eingebauten Zustand, weil ich dann vorne die Kante die Steine mache. Und ihr seht, mit Farbe kann man wahnsinnig viel rausholen. Wer immer gejammert hat und gesagt, Mensch, die echten Steine bemalen, ich denke, das kann man machen, das kann man durchaus machen. Jetzt hat man nämlich ein komplettes Bild, was alles zusammengehört. Den Bereich meinte ich. Das geht so später ein bisschen in den Sandsteinbereich rein, hier auf der rechten Seite. Und das habe ich eben auch so von der Zerklüftetheit, ja, das Wort gibt es nicht, ich weiß. Also von der Struktur des Feldens so gemacht, dass das mehr in Richtung Sandstein gehen soll. Ob das irgendjemand mal erkennt, dass es Sandstein sein soll, ich weiß es nicht, ist aber auch egal. Das Gesamtbild soll irgendwo passen und das, denke ich mal, wird funktionieren. Wir haben gerade den Deckel gesehen, den ich wegmache. Das ist natürlich auch ein Modul, was ich abnehmen kann. Es streicht sich natürlich in der unteren Kante wesentlich besser. Auch das Tunnelportal hier vorne ist gerade nicht dran, das ist abnehmbar. Der grüne Bereich da unten, den kann man abbauen und so weiter und so fort. Meine alten Abonnierhasen, die wissen das, die fühlen sich gerade gelangweilt, die gehen wahrscheinlich gerade oder spulen wieder mal vor. Das ist, naja, ist egal. Und
jetzt der Teil über den Arkaden. Da oben wird natürlich noch mehr gestaltet. Ich muss aber erstmal die Felsen bemalen. Ja, da kommt Erde drauf, da kommt Landschaft drauf, da kommen Bäumchen drauf, da kommen runterhängende Pflanzen dran. Das wird richtig urig in der Ecke werden. Aber es muss ja alles Schicht für Schicht irgendwo gemacht werden. Und ihr seht, man kann wirklich mit der schwarzen Wash, kann man gerade dieses Loch da, wo ich ein bisschen mehr reingemalt habe, das kann man wirklich so fantastisch damit ausarbeiten, dass das eben noch tiefer wirkt, als es eigentlich ist. Auch die Kante oben, ja, wo da die kleinen Steinchen liegen, die ich da unten gemacht habe, auch das kann man wahnsinnig gut rausholen über diese Wash. Das macht sich wirklich fantastisch. Und wenn man dann eben später mit der Trockenbürsttechnik dann noch die hellen Stellen ausarbeitet, hat man wirklich ein ganz fantastisches Ergebnis irgendwo. Das ist mir relativ wichtig, dass man eben wirklich sagt, ja, das könnte tatsächlich ein Felsen sein. Und ich hoffe, das ist mir gelungen. Also beziehungsweise es ist ja noch nicht fertig. Es ist ja nur der grobe Unteranstrich, den ich jetzt gemacht habe. Und jetzt sieht man aber trotzdem, dass man wahnsinnig viel schon jetzt rausholen kann. Da hinten sehen wir auch wieder die echten Steine verarbeitet, wo ich gerade male. Auch hier kann man mit Schattierungen arbeiten, helle Stellen rausarbeiten, die wirken dann eben weiter vorne und so weiter und so fort. Da oben, das sind wieder statische Steine, die bleiben ja liegen. Selbst wenn ich die beiden Module entferne, das Dach wegmache und das hier vorne wegmache, selbst dann bleiben die Steine ja da oben liegen. Hat man vorhin, glaube ich, gesehen, wer drauf geachtet hat, wer nicht, hat es halt nicht gesehen. Und ja, ich denke mal, so kann man das stehen lassen. Übrigens, die Arkaden unten werden auch noch bemalt. Das bleibt nicht so, wie es ist. Und ich denke mal, mit diesem Bilderchen jetzt hier, ach so, das ist jetzt bloß mal, das war ein Zwischenstand. Da habe ich noch nicht groß rausgearbeitet. Da habe ich, glaube ich, erstmal mit Leim gearbeitet. Hier sehen wir jetzt mal ein schönes Bildchen, wie das links aussieht. Die Mitte da drunter, unter dieser Farbe, war nämlich eine Weißleimschicht, die ich drauf gearbeitet habe. Und mit dieser Weißleimschicht haftet das natürlich alles wesentlich besser. Und ich musste es aber zwischendurch noch mit Mattlack behandeln. Ansonsten hätte es zu stark geglänzt durch den Weißleim. Bringt es auch nicht. Okay, meine Freunde, dann würde ich sagen, war es das für die Woche. Wir sehen uns nächsten Freitag, 16 Uhr. Ich freue mich. Bis dahin. Macht's schön gut, euer Olli. Ciao.